fährt sie zu diesen Auszählungsmaschinen und holt packenweise Stimmen raus und beginnt die teilweise mehrmals durch diese Zählmaschinen zu jagen. Aber die sind bis 1 Uhr morgens dort geblieben und haben weiter Stimmen ausgezählt. Und allein das schon ist nicht erlaubt. Es wird immer wieder von YouTube gesperrt, obwohl es bei einer offiziellen Anhörung des Senates von Georgia gezeigt wurde. Und wir haben ja 2 Jahre lang in Amerika geglaubt, Donald Trump hat irgendwas mit Russland zu tun oder er ist ein russischer Spion. Aber hältst du Donald Trump für integer, so ein Amt zu führen? Mehr als jeder Politiker. Er ist tatsächlich ein Mann des Gewissens. Er macht das nicht, weil er ein Grüner ist, der sonst keine Arbeit findet, sondern er braucht diesen Job eigentlich nicht. Er macht das meiner Meinung nach wirklich, weil er Amerika liebt und weil er das Volk liebt. Und nicht, weil er sich selbst liebt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Langemann trifft. Heute Colin McMahon. Und Sie merken schon am Nachnamen, ein Amerikaner zu Gast im Club der klaren Worte. Servus, Colin. Ich kann aber auch ein bisschen Deutsch. Colin, wir beide duzen uns einfach mal, weil wir uns schon etwas länger kennen. Und ich habe dich hierher gebeten, weil du Amerikaner bist, eigentlich in Deutschland geboren. Du bist in Garmisch-Partenkirchen geboren, besitzt aber die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und der Grund ist, dass wir kurz vor den Wahlen in den USA stehen und ich glaube, man muss nicht unbedingt in die Glaskugel schauen, um zu verstehen, dass dies ganz besondere Wahlen werden, gell? Mhm. Auf jeden Fall. Elon Musk hat gesagt, es geht um die Zukunft der Welt. Gut, Elon Musk ist bekannt nicht nur für große Taten, sondern auch für ziemlich große Worte. Dazu muss man sagen, du bist Autor. Du kommst aus einer Welt, in der man lernt zu analysieren, auch politisch zu analysieren. Und deswegen würde ich von dir gerne hören wollen, wie du als Amerikaner, der zwar in Deutschland lebt, aber doch häufig auch noch drüben ist in Amerika. Wie würdest du diese Wahlen grundsätzlich einschätzen? Ja, beide Seiten sagen ja, es geht ums Ganze. Ja, also obwohl die Demokraten malen also das Gespenst des Endes der Demokratie an die Wand, wie die Republikaner. Also beide fühlen sich eigentlich von der Gegenseite so bedroht, dass die das Ende der Demokratie befürchten. Und es gibt auch gute Gründe, dass das tatsächlich zu befürchten. Von der demokratischen Seite wegen diesen Ereignissen wie am 6. Januar, als es diesen Sturm auf den Kapitol gab, und von republikanischer Seite wegen der Vorgeschichte, die zum 6. Januar geführt hat, und zwar die ganzen Wahlunregelmäßigkeiten, die damals in der Corona-Zeit ganz besonders forciert wurden, aber jetzt geht das schon wieder los. Und es gibt schon Warnungen von Thinktanks, regierungsnahen Institutionen, die sagen, wir müssen uns auf zivile Unruhe vorbereiten am 5. November. Dass die Möglichkeit tatsächlich auch von Auseinandersetzungen auf der Straße besteht und dass auch vielleicht das Militär in Bereitschaft gehalten werden muss. Ja. Geht, also man spricht tatsächlich auch schon vom Militär. Es war ja schon vor 4 Jahren so. Es war ja auch so, dass Donald Trump die Nationalgarde zum Beispiel angefordert hat für den 6. Januar, weil er wusste, da wird es eine Riesenveranstaltung geben. Er spricht von Hunderttausenden von Leuten. Offizielle Zahlen gibt es nicht wirklich, wie viele Leute damals in Washington D.C. waren. Aber er hatte 10.000 Soldaten der Nationalgarde angefordert und die wurden dann von Nancy Pelosi, die Kongresschefin, damals die Sprecherin des Repräsentantenhauses und der Bürgermeisterin von Washington D.C. abgelehnt. Also Trump wollte die Stadt sichern und das wurde ihm verwehrt und dann kam es zu diesen Ausschreitungen. Und dass sowas wieder vorkommen kann von beiden Seiten aus, das ist doch was möglich, ja. Du hast immer in den USA gewählt, beziehungsweise deine Stimme in den USA abgegeben. Und insofern kannst du natürlich auch schon auf eine ziemlich lange Zeit von Wahlen zurückblicken als Wähler, als amerikanischer Staatsbürger. Hast du jemals eine Zuspitzung eines Wahlkampfes in den Vereinigten Staaten erlebt, die so aussieht wie das, was wir jetzt momentan gerade sehen? Nein, seit eigentlich 3 Uhr morgens am 9. November 2020 ist das ganze Spiel gekippt.
Damals war das eigentlich so, dass man wie bei uns in den Wahlen ab 20 Uhr oder wegen kalifornischer Zeitverschiebung so 11 oder so rum eigentlich schon gewusst hat, wer der Sieger sein würde. Das wurde von den Networks dann gecalled, nennt man das. Man entscheidet je nach Bundesstaat, okay, das wird ein republikanischer oder ein demokratischer Sieg. Das war mein ganzes Leben lang normal, dass an dem Wahlabend der Sieger dann feststand, halbwegs nach Exit-Polls, nach Umfragen. Und bei der letzten Wahl vor 4 Jahren haben wir eben dieses Phänomen erlebt, dass Donald Trump in allen wichtigen Swing States um Mitternacht vorne lag. Und zwar haushoch. Georgia, Pennsylvania, mehr als irgendjemand erwartet hatte. Und dass dann um 3 Uhr morgens plötzlich das alles gekippt ist, dass das Wahlauszählungen gestoppt wurden, zufällig in allen Swing States, in allen wichtigen entscheidenden Bundesstaaten, und dass Trump dann um 3 Uhr morgens vor die Kamera trat und damals schon gesagt hat, sie werden versuchen, die Wahl zu stehlen. Und ich werde das anfechten und bis zum Bundesgerichtshof gehen. Und so war es dann auch. Er hat das schon um 3 Uhr morgens erkannt. Alle haben gesagt, oh, er spinnt ja und so. Aber so kam es wirklich. In Philadelphia wurden republikanische Wahlbeobachter ausgesperrt unter irgendwelchen komischen Corona-Auflagen. Die Demokraten durften alle da drin sein und fleißig an den Tischen zusammen die Stimmen auszählen. Aber die Trump-Anwältin Pam Bondi aus Florida, eine Staatsanwältin, eine ehemalige, eine richtige Juristin, die hat sich dann vor Gericht das Recht erstreiten müssen, überhaupt bei dieser Auszählung dabei sein zu können. Und das ist ein Grundrecht von jeder demokratischen Wahl, dass oppositionelle Wahlbeobachter dabei sein dürfen. Es muss schon einen triftigen Grund geben, wenn man die aussperren will. Und das wurde in Philadelphia zum Beispiel mit missachtet und man hat dann angefangen, Pizzakartons an die Scheiben zu kleben, damit die Republikaner, die außen standen, nicht sehen konnten, was drinnen vonstatten geht. Und das war schon sehr merkwürdig. Colin, lass mich an der Stelle vielleicht einfach nur mal ganz kurz einhaken, weil du gerade sagst, dass im Grunde genommen dein ganzes Wahlleben lang als Amerikaner ist es immer so gewesen, dass man sich darauf verlassen konnte. In der Nacht gab es, wie wir es bei uns auch kennen, zumindest mal ein Wahlergebnis, das noch nicht ganz offiziell ist, weil weiter ausgezählt wird, aber doch zu einem hohen Prozentsatz und einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit dann auch als Gesetz gilt. Mhm. Und in dieser Nacht war es erstmals anders. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wenn sich Dinge ändern, ist es so, dass es immer ein erstes Mal gibt. Und es ist ja nicht so, dass man über Dekaden und nicht nur bei Wahlen, sondern auch bei anderen Themen immer darauf setzen kann, dass immer alles so läuft, wie es schon zu Generationen vorher lief. Das würde ich jetzt mal sagen, naja, dann war es diesmal halt einfach etwas anders. Es wurde ja auch argumentiert, dass die Demokraten eher Briefwähler sind und die Republikaner eher persönlich vor Ort wählen, weil sie vielleicht dem System misstrauen oder weil demokratische Wähler eher Corona-sensibel waren und die Republikaner eher Corona-Skeptiker waren oder wie auch immer. Dieses Argument gab es auf jeden Fall, aber die statistischen Ausreißer in dieser Nacht waren so heftig, dass sie eigentlich mit normaler Statistik nicht mehr erklärbar sind. Und was wir ja haben, sind tatsächlich die Videodokumentation, dass da irgendwas faul war. Was gibt es da für Videos? Das ist ja das Faszinierende. Ne? Es gibt aus dem Auszählungszentrum in Georgia, in Atlanta, aus dem State Farm Arena, Überwachungsvideos. Und die Anwesenden wussten offensichtlich nicht, dass sie die ganze Zeit gefilmt wurden. Und diese Videos wurden dann entdeckt und vor dem Senat von Georgia bei einer offiziellen Anhörung gezeigt, Ende November 2020. My name is Ray Smith. I am honored to be the lead counsel in Georgia for Donald J. Trump, the President of the United States. Mr. Chairman, Mr. Vice Chairman, members of the committee, thank you for hearing us today to consider the issues, problems, concerns, irregularities, violations of the law, potential fraud in the November 3rd, 2020 election in the state of Georgia. Und sie zeigen ganz klar merkwürdige Vorgänge, dass um 11 Uhr abends, halb 11, alle Wahlbeobachter und alle Pressevertreter nach Hause geschickt wurden. Man gesagt hat, es gibt einen Rohrbruch, hier ist irgendwie Wasser ausgelaufen, wir machen Schluss für heute, bitte geht alle nach Hause. Dieser Rohrbruch stellte sich dann irgendwie als überlaufenes Pissoir heraus und das war alles gar nicht so schlimm.
Aber man sieht auf diesen Videos, wie alle Leute diesen Auszählungssaal verlassen und ein paar aber zurückbleiben, eine halbe Stunde warten und dann geht dieselbe Dame, die eben diese Ankündigung gemacht hat, zu einem Tisch mit Vorhängen. We did not know when we first watched this. Okay, is it normal to store suitcases of ballots under a tablecloth? Is that how they run the place? Und holt dann aus unter diesem Tisch Rollkoffer heraus. At about 8 o'clock in the morning, we're going to roll this back and show it to you. There you go. So now they're going to start pulling these ballots out from under this table. This table, the black one, was placed there by the lady with the blonde braids at about 8:22 a.m. in the morning. So she put that table there. So the same person who's staying behind now, the same person who cleared the place out under the pretense that we're going to stop counting, is the person who put the table there at 8:22 in the morning. Fährt sie zu diesen Auszählungsmaschinen und holt packenweise Stimmen raus und beginnt die teilweise mehrmals durch diese Zählmaschinen zu jagen. Und dieses Video gibt's. Und es wurde von meinen Kollegen beim Gateway Pundit, das ist so eine konservative Nachrichtenwebsite, gefunden. Und sie haben tatsächlich herausgefunden, wie diese Dame heißt, weil sie hat ihren Namen auf ihrem Sweatshirt getragen. Ruby Friedman und ihre Tochter Wandria Shay Moss und der Wahlleiter Ralph Jones Sr. sind identifiziert worden. Es waren auch zwei andere Leute anwesend in dem Raum. Aber die sind bis 1 Uhr morgens dort geblieben und haben weiter Stimmen ausgezählt. Und allein das schon ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt, Stimmen ohne die Anwesenheit von Wahlbeobachtern auszuzählen. Das ist nicht erlaubt. Wir haben das Video eben gerade gesehen. Genau. Und dann um 2:30 Uhr morgens erfuhren die republikanischen Wahlbeobachter auf der anderen Seite von Atlanta aus dem Internet, dass die Auszählung weitergeht, dass da irgendwie noch Leute sind im Auszählungszentrum. Panikartig sind wir zurückgefahren mit dem Taxi, wurden an der Tür noch aufgehalten, mussten ihre Ausweise zeigen und so. Und als sie dann endlich diesen Auszählungssaal erreicht hatten, waren gerade alle verschwunden. Und man sieht in der Statistik vom Bundesstaat Georgia, dass genau um 2:30 Uhr morgens gab es einen Riesenschub von Stimmen für Joe Biden. Von 130.000 und 20.000 für Trump. Und das ist statistisch eigentlich nicht möglich. Aber sind so viele Stimmen dann da durchgezogen worden? Es gibt diese berühmte Kurve, wo die Kurve nach oben geht. So eine Kurve wurde genau zu dieser Uhrzeit in Georgia beobachtet, wo auf einen Schlag nur Joe Biden Stimmen dazugekommen sind. Und es gibt ein Video dazu, das zeigt, dass da zu dieser Zeit sehr, sehr merkwürdige Dinge im Auszählungszentrum von Atlanta stattgefunden haben. Und anstatt, dass man diese Sachen immer wieder im Fernsehen sieht, werden sie aus dem Internet wegzensiert. Es ist sehr schwer, dieses Video, was wir zeigen können, zu finden. Es wird immer wieder von YouTube gesperrt, obwohl es bei einer offiziellen Anhörung des Senates von Georgia gezeigt wurde. Und es gibt keine Anzeichen, dass das Video irgendwie gefälscht war oder so. Aber Ruby Freeman und Wandria Moss wurden dann als Zeugen vor den Senat geladen bei diesem Untersuchungsausschuss zum 6. September und durften erzählen, wie sie von rechter Hetze irgendwie bedroht wurden und wie. Aber das waren die beiden Protagonisten. Die beiden Damen, die auf diesem Video identifiziert wurden. Ja. Und sie klagen jetzt sogar gegen den Gateway Pundit, gegen das Medium, das diese Geschichte enthüllt hat, und wollen also Schadensersatz wegen dem Hass, den sie da irgendwie erlitten haben. Das ist natürlich schrecklich, wenn jemand bedroht wird. Aber eine wirkliche Erklärung für das, was auf diesem Video zu sehen ist, gibt es bis heute nicht. Es war so, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Wir haben immer versteckte Rollkoffer im Auszählungszentrum und schicken immer die Leute nach Hause und fangen dann an, heimlich weiterzumachen. Also das ist ganz normal. Hat auch das Gericht so gesehen, ist kein Problem damit, ist ein demokratisches Gericht in einem demokratischen Distrikt. Also demokratisches Gericht im Sinne von den Demokraten genau. Zuzuordnen. Und ja, also wenn ich das hier sitze und erzähle, muss ich mir überlegen, ob ich jetzt auch wegen Schadensersatz verklagt werde, weil ich über ein Video rede, was eine offensichtliche ungewöhnliche Situation bei einer demokratischen Wahl kennzeichnet. Wenn wir sowas aus Putins Russland hätten, würden wir alle sagen, ja, das ist ein ganz klarer Beweis, dass da geschummelt wird. Das war jetzt sozusagen die Antwort auf meine Frage. Hast du jemals im Vorfeld etwas erlebt in der Wahlhistorie, in deiner Wahlhistorie, was vergleichbar wäre? Und deine klare Antwort ist mit diesen Erläuterungen? Thomas, wer dieses Video sehen, guten
offenen Auges und guten Herzens dieses Video sieht, kann nicht mehr länger behaupten, dass es bei dieser Wahl ganz offensichtlich mit rechten Dingen zugegangen ist. Das geht gar nicht. Und meine Kollegin Cassandra Fairbanks vom Gateway Pundit, die hat dann ein ähnliches enthüllendes Video aus Detroit eingeklagt. Sie wollten es dann nicht rausgeben, dann haben sie horrende Summen genannt, um diese Videos zu auf eine CD zu brennen oder sowas. Das hat dann $20,000 gekostet. Und dann haben sie halt versucht, nur die Überwachungsvideos zu finden, die vielleicht relevant wären aus Detroit da. Und tatsächlich um 3 Uhr morgens gibt es auch ein Video von diesem Auszählungszentrum in Michigan, wo ein unmarkierter Van in der Tiefgarage vorfällt und längst nach Abschluss der Stimmabgabe Leute dann anfangen, irgendwelche stapelweise von Stimmen auszuladen. Mhm. Und da ins Auszählungszentrum zu fahren. Und das sind Sachen, die sollte es in einer demokratischen Republik eigentlich nicht geben. Jetzt wären wir ja relativ dicht sozusagen an Verschwörungstheorien dran, die ja häufig immer wieder bemüht werden, wenn es nicht tatsächlich auch die entsprechenden Videobelege gäbe. Und wir sprechen jetzt mal darüber. Es ist uns völlig egal, ob es hier um einen demokratischen oder einen republikanischen Präsidentschaftsanwärter geht, sondern wir sprechen einfach darüber, dass es hier offensichtlich belegbar mitgeschnitten durch Security-Kameras Vorgänge gibt, die, wenn ich dich richtig verstehe, bis heute nicht aufgeklärt und auch nicht geahndet sind. Genau, sondern in die Gegenrichtung. Die Reporter, die es aufgedeckt haben, wurden dann zu Strafen verurteilt. Rudy Giuliani wurde zum Beispiel zu einer Strafe von 50 Millionen Dollar. Ehemaliger Bürgermeister von New York. Der Held von 9/11 und dann Anwalt von Donald Trump. Also es wurden 20 Leute verklagt in Georgia, die diese Verschwörungstheorie von dem Wahlbetrug forciert hätten, unter anderem Donald Trump und Rudy Giuliani, und dann zu horrenden Strafzahlungen verurteilt, nur weil sie Sachen erwähnt haben, die auf Video dokumentiert sind. Was spricht man in amerikanischen Kreisen, in aufgeklärten Kreisen über die kommende Wahlnacht? Hat man Ideen, wie es ausgehen könnte? Nach aktuellem Status ist es ja so, dass sie immer noch gleich auf sind. Jetzt heißt es, Kamala Harris sei mal ein bisschen weiter vorne. Aber man kann das, glaube ich, aus der Ferne, zumindest aus Deutschland, schwer beurteilen. Was spricht man in deinen Kreisen? Sehr knapp. Es wird sich in den Swing States mal wieder entscheiden, in diesen Bundesstaaten, die also weder extrem links oder extrem rechts sind. Also Kalifornien wählt immer links und Texas wählt immer rechts. Und dann gibt es eben diese moderaten Bundesstaaten, so wie Pennsylvania oder Michigan oder Wisconsin, die so 50-50 sind. Und da wird die Wahl wirklich von ein paar wenigen tausend Leuten entschieden werden, die Zukunft. Aber so war es schon immer. Der Welt, ja. Aber dass solche Fragen im Raum stehen, das ist neu. Und was jetzt gemacht wird, ist eben auf beiden Seiten zu mobilisieren, Wahlbeobachter zu mobilisieren, seine Freiwilligen da möglichst vor Ort zu haben. Die Demokraten, die hatten vor 4 Jahren ja ein Projekt, das sogenannte Transition Integrity Project. Das war so ein bisschen die Keimzelle von diesen ganzen Fragen, die dann später entstanden sind. Das ist ein Projekt von John Podesta, dem Clinton-Berater, und hauptsächlich Demokraten. Die geben sich also aus als überparteilich, aber sind eigentlich stramm links. Ja, die einzigen Republikaner, die dabei waren, waren Trump-Hasser und Trump-Gegner. Und die haben also Think Tank-artig Planspiele veranstaltet während dem Wahljahr 2020, was denn passieren könnte wegen Corona einerseits und weil Donald Trump ja so gefährlich ist. Die Transition Integrity, also die Integrität der Machtübergabe, sollte geschützt werden. Und sie haben also verschiedene Planspiele durchgespielt und die auch veröffentlicht. Die kann man im Internet nachlesen. Und diese Planspiele vom Transition Integrity Project lesen sich wirklich wie fast eine 1:1 Anleitung für das, was später passiert ist. Beim 6. Januar und so, sie sprachen von der Möglichkeit von Aufständen, von Trump-Anhängern und so weiter. Sie sprachen sogar von der Möglichkeit von einem linken Straßenkampf, die Antifa und Black Lives Matter zu mobilisieren, um sich zu wehren und so. Und John Podesta räumte sogar die Möglichkeit ein, dass Joe Biden seine Niederlage nicht eingestehen würde, dass Kalifornien sich abspalten würde von der Republik und so. Also wirklich wilde Planspiele wurden da vollführt. Und tatsächlich
auch ein Modell, was mehr oder weniger dem entspricht, was dann später eingetreten ist. Und das haben die Republikaner rausgekriegt damals. Der Rahim Kassam von National Pulse hat das veröffentlicht. Und jetzt machen die Republikaner ihre eigenen Integritätsprojekte dieses Jahr, um zu überlegen, was könnten die alles für faule Tricks bringen und dem möglichst vorzubeugen. Also da sind die jetzt mitgezogen. Was jetzt das Problem ist, ist die massive Einwanderung. Also wir reden von 25 Millionen Illegalen in den Vereinigten Staaten. Und die Frage ist, wie viel von denen wählen werden? Jetzt gab es eine Untersuchung in Virginia, nachdem 20% aller Nicht-Staatsbürger schon bereits mal für die Demokraten gewählt haben, auf den Listen eingetragen sind und schon gewählt haben. Die haben, also vielleicht solltest in früheren Wahlen. Ja, vielleicht solltest du uns nochmal erklären, wie das amerikanische Wahlsystem, was ja nicht ganz einfach ist, wie es funktioniert. Naja, das Problem ist grundsätzlich, dass es in Amerika keine Ausweispflicht gibt. Das kennen wir aus Deutschland. Jeder hat, ich habe meinen Perso dabei. Jeder hat eine Ausweispflicht. Man muss in Deutschland immer sich ausweisen können. Das gibt es in Amerika nicht. Da ziehst du in eine neue Stadt und vielleicht gehst du zum Sheriff und sagst, guten Tag, Sheriff, ich bin neu in der Stadt. Das ist diese alte Wild West-Manier. Ja. In Großstädten nimmt keiner wirklich wahr, wer da hinzieht oder nicht. Und man weist sich also in Amerika tatsächlich aus so mit einer Stromrechnung oder so. Also da steht mein Name drauf und hier ist meine Adresse. Das ist jetzt, oder eine Kreditkarte wird auch gern gesehen als Identitätsnachweis, weil die Kreditkartenfirmen ja meistens prüfen, wer ihre Kunden sind. Aber so einen richtigen staatlichen Ausweis bis auf den Reisepass, den sehr wenige Amerikaner haben, weil sie keinen Grund haben, ins Ausland zu reisen, gibt es keine Ausweiskultur in Amerika. Deshalb gilt es auch als sozusagen rassistisch zu erwarten, dass ein Wähler einen Ausweis mitbringt. In der Corona-Zeit wurde zwar Ausweispflicht, Impfpflicht eingeführt, aber dieselben Leute, die damals diese Impfausweise forcieren wollten, sind jetzt ganz strikt gegen Ausweispflicht zum Wählen. Und das heißt, im Bundesstaat Kalifornien, wo ich zum Beispiel gemeldet bin, wird jetzt gerade ein Rechtsstreit ausgeführt zwischen einer konservativen Gemeinde in Orange County, Huntington Beach, die eine Ausweispflicht haben wollen, durchziehen wollen. Und der Gouverneur sagt, nein, dürft ihr nicht. Weil das der sozusagen der Grundidee der Freiheitlichkeit der in Amerika zuwiderläuft. Es wird immer dieses Argument vorgehalten, es wäre rassistisch, weil irgendwie schwarze Leute nicht so in der Lage sind, einen Ausweis zu beantragen oder sowas. Also, das ist ein bisschen ein merkwürdiges Argument, ja, aber es soll auch diese ganzen Drive-by-Voting-Dinge sollen den marginalisierten Gruppen helfen, sich am demokratischen Wahlprozess zu beteiligen. Das wird dann immer als Argument vorgehalten, warum eine Ausweispflicht rassistisch sei. Das ist in Deutschland natürlich völlig undenkbar. Natürlich muss man wissen, wer sind die Wähler? Ja? Und jetzt haben wir wirklich das Problem, dass da 20 Millionen oder mehr Illegale irgendwo im Land verteilt sind. Natürlich eher links wählen, weil sie Sozialgeschenke erwarten. Und Leute auf versteckter Kamera, von James O'Keefe hat da gerade Videos veröffentlicht, dass die Leute auf versteckter Kamera zugeben, Ausländer zu sein, keine Staatsbürger zu sein und sich zum Wählen gemeldet zu haben. Was eben aufgrund des großen, breiten Scheunentors geht. Genau. Und es kommen immer weiter Leute rein. Und sie werden jetzt sogar mit Flugzeugen geholt. Also die Grenze ist offen, man kann im Prinzip einfach über die Südgrenze. Wer holt die? Also was heißt, die werden mit Flugzeugen geholt? Das sind Soros-NGOs, ganz klar. Also die Namen sind sogar fast die gleichen, wie wir hier kennen. Da heißt es offene Grenze. Soros-NGOs. Ja, George Soros und sein Sohn Alexander Soros, die sind ganz stark an dieser offenen Grenzkultur beteiligt. Die geben das ja auch ganz offen zu auf ihrer Seite. Sie sind Open Society. Und Open Society heißt für sie offene Grenzen. Sie wollen keine Länder mehr, sie wollen keine souveränen Staaten. Das schreiben die auch relativ offen und beteiligen sich massiv an dieser Wanderungsbewegung. Und die Gruppen heißen dann halt nicht mehr Open Borders, sondern Spanisch Pueblos Sin Fronteras. Also. Und da es gab ja, vielleicht kannst du dich erinnern, diese Karawanen. Die wurden so organisiert, um Trump unter Druck zu setzen, weil er die Grenze ja sichern wollte. Und dann gab es Karawanen, die wurden durch Mexiko durchorganisiert. Mittlerweile haben die Apps, da kann man sich auf einer App melden, das ist jetzt alles digital geworden. Und da gehst du an die Grenze, suchst auf der App, wo ist dein nächstes
Büro von einer Open Borders NGO und da gehst du dann hin und die helfen dir dann wissen, wo die Stellen sind, wo man über die Grenze kommt, machen teilweise Ablenkungsaktionen, um die Grenzschützer irgendwo hinzuholen und dann gehen sie irgendwo anders mit einer Gruppe über die Grenze. Also das ist schon ziemlich gut dokumentiert. Und jetzt bringen sie sie auch noch mit Fliegern rein und teilweise gezielt in republikanische Bundesstaaten, so wie Florida. Die meisten Flüge gehen jetzt nach Florida, weil man hofft, dort vielleicht irgendwie einfach die Wählerbeschaffenheit verändern zu können. Lass uns mal daran teilhaben, wie du wählen wirst. Du bist in Deutschland, du wirst aber deine Stimme in den USA abgeben. Mhm. Wie funktioniert das? Also gibt es da eine Plattform? Früher war das extrem kompliziert. Da wurde mir ein Brief zugeschickt, da musste ich dann meine Unterschrift belegen. Ich musste mich also anmelden zur Wahl, registern. Und ich habe also eine Adresse in Kalifornien. Mein Bruder wohnt in Kalifornien. Das ist die einzige feste Straßenadresse, die ich dort benutzen kann. Also wähle ich in Kalifornien, obwohl es als, sag ich mal, konservativer wenig Sinn hat, in Kalifornien zu wählen. Ich werde es trotzdem tun, einfach als Geste. Aber Kalifornien wird auf jeden Fall für Kamala Harris stimmen. Aber wie gibst du deine Stimme ab? Früher war das so, dass man das alles per Brief machen musste. Man musste schauen, eben von Deutschland aus mit Luftpost und dass es möglichst schnell nach Amerika kommt. Erst die Registration mit deiner Unterschrift und dann in so doppelten Umschlägen wurde dann deine Stimme abgegeben. Meistens habe ich nur ganz oben den Präsidenten angekreuzt, weil ganz unten auf dem Wahlzettel sind lauter County Administrators und irgendwelche Buchhalter oder irgendwelche Stadtratsgeschichten, die ich nicht kannte, in die mich nicht so interessiert haben. Ich habe nur oben den Präsidenten angekreuzt, war mein Leben lang eigentlich Demokrat, bis die Linken so weit nach links gewandert sind, dass ich das nicht mehr gutheißen konnte. Und jetzt werde ich bombardiert mit E-Mails, bitte melde dich per E-Mail an zum Abstimmen. Per E-Mail. Keine Ausweispflicht. In Kalifornien haben wir gehört, die Ausweispflicht verboten. Ja. Ich kann mich also jetzt auf meinem Computer setzen und mich zur Wahl in Kalifornien anmelden. Ich bin natürlich dort schon erfasst. Ja. Und die gehen davon aus, dass das alles schon seine Richtigkeit hat. Aber ich könnte auch sonst jemand sein. Ich könnte auch ein russischer Agent sein, der die E-Mail-Adresse von Colin McMahon gekapert hat. Und das wird einfach nicht geprüft. Und ich werde außerdem bombardiert auf Twitter, per E-Mail, auf allen sozialen Medien. Die merken, diese KI ist ja sehr gut bei den Werbefiltern. Die merken anscheinend, dass ich amerikanischer Staatsbürger bin und schicken mir ständig Aufforderungen. Und vielleicht auch mit der Überlegung, dass Auslandsamerikaner eher liberal denkende Menschen sind und keine Cowboys aus Texas oder so. Und vielleicht wollen sie auch diese Auslandswähler gezielt ansprechen, in der Hoffnung, dass die eher für Kamala Harris stimmen werden als für Donald Trump. Das kann durchaus sein. Jetzt bist du, das hast du gerade gesagt, ja jahrelang Demokrat gewesen oder hast demokratisch gewählt. Das heißt, jetzt stehst du bei den Republikanern sozusagen auf der Seite. Colin, lass uns über Donald Trump noch ein bisschen konkreter sprechen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Menschen, die sagen auch, dass Donald Trump A, gefährlich sei und B, geistig, ich versuche es mal vorsichtig auszudrücken, nicht auf der Höhe, um ein Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika zu führen. Ich finde die Wahl von J.D. Vance finde ich ganz toll. Wir hatten gestern die Debatte und es war wirklich imposant. Es war wieder eine Situation, alle Moderatoren und Tim Walz gegen J.D. Vance. Also der J.D. Vance wurde immer gefaktencheckt und die Moderatoren, die glauben ganz klar an den menschengemachten Klimawandel und alle Wissenschaftler sowieso, das sagen sie einem ja immer wieder. So eine Situation war das ja und J.D. Vance hat sich ganz hervorragend geschlagen, sogar die linken Medien schreiben heute, dass er der Sieger dieser Debatte war. Und ich glaube, dass J.D. Vance eigentlich fast ein besserer Präsident wäre als Donald Trump. Also das ist in dieser Situation mit diesen versuchten Anschlägen zweimal jetzt und wer weiß, alle schlechten Dinge sind drei, ja, was noch passieren könnte. Aber J.D. Vance ist so eine Art Versicherungspolice für Trump, weil er wäre auch sehr gut.
Ja, und alle Leute, wenn Gott behüte, Donald Trump etwas zustoßen würde, würden alle seine Wähler sofort J.D. Vance unterstützen. Und ich glaube, er hat eine gute Chance, wenn Trump gewinnen würde, in 4 Jahren tatsächlich dann auch Präsident zu werden. Weil er ist ein eindrucksvoller Mensch mit einer unglaublichen Biografie. Also ich empfehle jedem, den Film Hillbilly Elegy anzugucken, über seine Kindheit, basierend auf seinen Erinnerungen. Mit Glenn Close, die ja für den Oscar nominiert wurde für den Film. Er ist wirklich ein toller Typ. Ja. Und er schafft es auch als gläubiger Christ, zum Beispiel seine Haltung zur Abtreibung zu überdenken und zu relativieren. Ich bin, wie wir gesagt haben, eigentlich ein Demokrat gewählt, bis die Linken so durchgeknallt aber sind. Wie gehst du denn mit ihm um und seinem Bild, das er von der politischen Gegnerin zeichnet, was er auch viele Jahre von Frauen gezeichnet hat, wie er mit Frauen umgegangen ist? Ja, das Bild, was man von Donald Trump zeichnet, das ist ja auch nicht ohne. Ne? Also diese Vorwürfe, dass er so gemein wäre zu anderen Leuten, also wie sie mit ihm und seiner Familie und all seinen Mitstreitern umgegangen sind, das geht auf keine Kuhhaut. Ja. Sowas hat er nie. Steve Bannon sitzt heute im Gefängnis. Steve Bannon ist der erfolgreichste Podcaster und Journalist in den Vereinigten Staaten. 10 Millionen Zuschauer bei seinem Podcast. Steve Bannon, sollten wir kurz erklären, Konservativ. Trump-Berater über viele... In Ungnade gefallen und dann hat er sich wieder hochgekämpft mit seinem Podcast War Room, ja. Wo er wirklich versucht, die Basis zu organisieren. Er ist nicht nur Journalist, er ist wirklich Aktivist, ja. Aber er ist Podcaster und er stand heute im Gefängnis. Warum? Wegen dem Justizministerium von Joe Biden. Er hat sich geweigert vor diesem J6-Untersuchungsausschuss auszusagen, weil er sagte, das ist parteipolitisch instrumentalisiert. Es waren ja keine Trump-Leute an Bord, es waren ja nur Liz Cheney und Adam Kinzinger, also Anti-Trump-Republikaner in diesem Untersuchungsausschuss. Und er hat gesagt, nee, mache ich nicht, ich genieße Exekutivprivileg. Das war ja immer die Tradition in Amerika, dass Mitarbeiter des Präsidenten vor Strafverfolgung geschützt sein sollten. Das ist eigentlich nur in banalen Republiken, dass der politische Gegner ins Gefängnis wandert, sobald er die Macht verliert. Sowas kennen wir aus Südamerika, aber eigentlich nicht aus den Vereinigten Staaten. Der Pedro Navarro war für 3 Monate im Gefängnis, der die beste Überblick über diesen Wahlbetrug gemacht hat. Ich empfehle jedem, der sich dafür interessiert, auf die Webseite von Pedro Navarro zu gehen, weil da sind die Dokumente immer noch drauf. Der hat akribisch diesen ganzen Wahlbetrug dokumentiert und wurde dafür ins Gefängnis gesteckt, weil er ist ja Wahlleugner. Ne? 20 Trump-Anwälte wurden verfolgt und teilweise disbarred, also verloren ihre Zulassung, teilweise gerichtlich verfolgt. Und das ist eigentlich seit der Römerzeit bei uns Usus, dass Anwälte tabu sind. Ja, das sind all diese Tabus, die gefallen sind. Unter Joe Biden und Kamala Harris. Und da Donald Trump zu beschuldigen, er wäre ein Antidemokrat, während man seine politischen Gegner ins Gefängnis sperrt. Es sind 1200 Gefangene des 6. Januar noch im Gefängnis. Und es werden immer noch welche verhaftet. Letztens war Joe Biden in Hawaii mit einer Gruppe. Und als sie da waren mit dem ganzen Secret Service und so, haben sie gleich mal ein paar Leute verhaftet, ne? Weil sie sind jetzt in Hawaii. Da kann man ruhig ein paar Leute verhaften, die am 6. Januar das Pech hatten, dieser Meute zu folgen und da in den Kongress reinzugehen. Ja? Die meisten sind im Gefängnis wegen Hausfriedensbruch. Jahrelang, teilweise ohne Anklage. Und das sind die Leute, die uns erzählen wollen, dass Donald Trump eine Gefahr für die Demokratie ist. Colin, du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Trump gegen den Deep State und du schreibst darüber, wie versucht wird zu verhindern, dass Donald Trump Präsident der USA sein kann. Ich finde es immer extrem spannend, wenn Menschen, was du ja eben gerade auch gesagt hast, von einem politischen Lager als Wähler zunächst erst einmal dann zum anderen Lager rüberschwenken. Lass uns noch ganz kurz daran teilhaben, was für dich der Grund war, als langjähriger Demokrat zu den Republikanern umzuschwenken, weil das ist ja schon biografisch auch ein ziemlicher Bruch. Das heißt eigentlich nicht, weil ich glaube, ich stehe immer noch für dieselben Dinge. Plus die Linken haben sich so stark nach links bewegt, dass sie eigentlich unwählbar geworden sind. Ne? Also Linke waren ja früher immer gegen den Staatsapparat und gegen Geheimdienste, gegen den CIA und gegen Manipulation und Machtmissbrauch. Und jetzt sind sie an der Macht und plötzlich machen die genau dasselbe, wie der CIA eigentlich jahrelang gemacht hat. Wir haben ja diesen Kalten Krieg, wo der CIA gegen
linke Präsidenten, Diktatoren auf aller Welt mit brachialen Mitteln vorgegangen ist, gegen Che Guevara und gegen Patrice Lumumba im Kongo, Leute umgebracht hat, mehrmals versucht hat, Fidel Castro umzubringen und auf eine Weise, die dann in den 70er Jahren nach der Friedensbewegung heftig kritisiert wurde. Und die Friedensbewegung war richtig sauer auf die CIA, weil sie im Inland, was sie nicht dürfen, die Friedensbewegung unterwandert hatten. Und unter dem linken Präsidenten Jimmy Carter gab es tatsächlich einen Untersuchungsausschuss gegen den CIA, die Church Commission, wo die CIA wirklich auch entmachtet wurde. Also sowas ist möglich, eine Reform ist möglich, auch von einem extrem mächtigen Staatsapparat. Und sowas brauchen wir wieder, weil wir sind leider in der Situation, wo die Demokraten diesen Machtmissbrauch, das Justizministerium, die CIA und FBI so missbrauchen. Und zwar von Anfang an, von Donald Trumps Präsidentschaft. Er war ja ein Betriebsunfall, er war ja nicht vorgesehen. Ein Außenseiter, der irgendwas Unberechenbares machen könnte. Der keine politische Karriere hat. Der pragmatisch handeln wollte. Er war nicht angewiesen auf diesen Staatsapparat. Alle anderen Politiker kommen ja in diesen Machtapparat und müssen sich mehr oder weniger dem fügen. Da kommt also der General aus dem Pentagon, sagt, du musst hier eine Bombe schmeißen. Da kommt also der Mensch vom CIA und sagt, du musst hier eine Regierung stürzen und so. Donald Trump war ein Unsicherheitsfaktor für diese Leute. Und er hat seinen eigenen Flieger, er braucht keinen. Er hat sein eigenes Mar-a-Lago, sein Riesengelände da. Er ist so ein bisschen so ein Staat für sich, ja? Und ist nicht abhängig von diesen Thinktanks und Machtapparat. Und deshalb war er für sie so bedrohlich. Deshalb haben sie von Anfang an angefangen, diesen Machtapparat in einer historisch nie dagewesenen Weise, auch nicht zu Watergate-Zeiten oder Nixon, gab's nichts Vergleichbares, gegen ihn zu instrumentalisieren. Das ging schon im Wahljahr 2020 los, dass man mehr oder weniger illegal einen Lauschangriff gegen den politischen Gegner fabriziert hat unter irgendwelchen Vorspiegelungen irgendwelcher falschen Tatsachen, dass die Trump-Leute irgendwas mit Russland zu tun hätte. Da wurde also der renommierte General Mike Flynn als russischer Agent dargestellt, weil er mal bei einem Essen mit Wladimir Putin in Moskau von Russia Today war. Ja, und dann war er beim Kongress vom ehemaligen Chef vom MI6, Richard Dearlov, wo er mit einer russischen Professorin geredet hat. Ja, das waren also die Gründe, die man gegen Mike Flynn vorgebracht hat, um einen Lauschangriff gegen den späteren nationalen Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten zu fahren und gegen vier andere Trump-Kampagnenmitglieder. Und wenn man den einen überwacht, dann durfte man auch ihre Kontakte und deren Kontakte überwachen. Das heißt, im Prinzip die ganze Trump-Kampagne unterlag einem Lauschangriff schon während dem Wahlkampf. Und wenn die etwas gefunden hätten, einen Link zu Wladimir Putin, dann wüssten wir davon. Das war Sinn der Sache. Aber sie haben nichts gefunden, sie hatten nichts in der Hand, sie hatten nur irgendwelche dubiosen Vorwürfe von Trump ist von Putin irgendwie manipuliert oder instrumentalisiert. Und Barack Obama hat die Entscheidung getroffen, Weihnachten 2020 seinen politischen Gegner, den Staatsapparat gegen seinen politischen Gegner weiterhin zu instrumentalisieren und hat Vorkehrungen getroffen, auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt, dass seine Leute da im Amt bleiben und weiterhin den gesamten amerikanischen Staatsapparat gegen den Präsidenten instrumentalisieren. Es ging schon am 10. Januar los, als dieses berüchtigte Steele-Memo rauskam, nachdem Donald Trump irgendwelche Pipi-Spiele in einem Moskauer Hotel gemacht haben soll. Und dann hatte so Hanebüchen und Behauptungen, die niemand anfassen wollte in der seriösen Presse. Ja, die waren schon monatelang in Washington im Umlauf gewesen. Dieser Christopher Steele hatte $180.000 von der Clinton-Kampagne, wie wir dann rausgefunden haben, durch die mühsame Detektivarbeit von Devin Nunes und Cash Patel, genau. Mhm. Die haben dann tatsächlich die Bankbelege gefunden für die Überweisungen der Clinton-Kampagne an diesen Privatdetektiv. Sonst hätte man ihnen das nie geglaubt. Wir haben ja 2 Jahre lang in Amerika geglaubt, Donald Trump hat irgendwas mit Russland zu tun oder er ist irgendwie ein russischer Spion. Aber hältst du Donald Trump integer, so ein Amt zu führen? Mehr als jeder Politiker. Ja. Er ist tatsächlich ein Mann des Gewissens. Er macht das nicht, weil er ein Grüner ist, der sonst keine Arbeit findet, sondern er braucht diesen Job eigentlich nicht. Er macht das meiner Meinung nach wirklich, weil er Amerika liebt und weil er das Volk liebt. Und nicht, weil er sich selbst liebt?
Er ist natürlich ein gnadenloser Narzisst, aber wenn du Politiker kennst, weißt du, dass das nicht nur Donald Trump betrifft, dieses Syndrom. Ja. Wie Schauspieler muss man natürlich einen gewissen Selbstdarstellungsdrang haben, um seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, vor großen Menschenmengen aufzutreten. Mhm. Ja. Als Politiker oder als Schauspieler muss man dann schon eine gehörige Portion Ego mitnehmen. Das hat er auch. Und das ist vielleicht der Grund, warum er in der Lage war, diesen ganzen Angriffen zu trotzen. Weil, ehrlich gesagt, wenn man sich anguckt, was sie ihm angetan haben, was sie in seiner Familie angetan haben, auch jetzt nach zwei Mordanschlägen, welcher normale Mensch hätte das ausgestanden? Da muss man schon wirklich gesundes Selbstbewusstsein haben, um das mitzumachen, was er gemacht hat. Die meisten Politiker haben ja klein beigegeben. Die meisten Republikaner, die irgendwas ändern wollten, die vielleicht auch gute Ideen hatten, Amerika schützen wollten, die wurden so lange als, man hat ja Mitt Romney, der linkeste Republikaner, als er 2012 gegen Barack Obama kandidiert hat, wurde ihm nachgesagt, dass er die Schwarzen wieder in Ketten stecken will, also dass er irgendwie ein Rassist sei, weil Republikaner, das war die einzige Begründung und so. Und man hat ihn so lange charakterlich, menschlich versucht fertig zu machen, ne, bis der klein beigegeben hat und gesagt hat, nein, und ich tue ja alles, was ihr sagt. Ja. Und das ist etwas, was Donald Trump nicht gemacht hat. Da haben sie sich die Zähne ausgebissen und deshalb werden die Angriffe auf ihn immer verzweifelter jetzt. Und wir werden sehen, was halt aus dem Hut zaubern werden. Gut, aber er ist auch, muss man ja auch sagen, wer Donald Trump aus der Ferne, aus den Medien verfolgt, nur so können wir ja auch über ihn sprechen, dann weiß man auch, wie er mit Frauen umgegangen ist und was er über Frauen sagt, ja, und wie sich jetzt auch, ich sag mal, fast albern, muss man ja schon sagen, selbst wenn man da einen gesunden Blick auf so einen Wahlkampf hat, wie er über Kamala Harris spricht und sie wiederum dann natürlich auch über ihn spricht. Sie auch über ihn, ja. Also das ist, was passiert da in dem Wahlkampf? Aber man muss dazu sagen, dass die Medien schon seit Anfang an dieser Kampagne gegen Donald Trump beteiligt waren. Schon seit dem Mai 2020 wurden die ersten Medienartikel gefahren, er ist irgendwie ein Putin-Agent. Also nur weil er gesagt hat, hey, wir sollten noch besser mit Russland auskommen. Barack Obama hat das 2008 auch gesagt. Er wollte auch einen Neustart mit Russland. Bei ihm war das noch okay, bei Trump war das irgendwie eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Und seitdem ist der Spiegel, die New York Times, die Washington Post, die maßgeblichen Medien der westlichen Welt. Die New York Times hat jüngst gerade eine Wahlempfehlung für Kamala Harris abgegeben. Ja, dass die links gepolt sind, das ist klar. Na gut, aber also wenn man neutral drauf schaut, dann ist das doch im Grunde genommen eigentlich der Niedergang des Journalismus per se. In Amerika ist es aber üblich, dass Zeitungen sich positionieren. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist so ein bisschen so Transparenz zu schaffen. Wir ticken so, unsere Leser verstehen das. Ja. Dass Fox News zum Beispiel konservativ ist, ist auch kein Geheimnis. Das kann sich der Leser dann selber aussuchen. Die geben aber tatsächlich eine Wahlempfehlung, also die New York Times. Ja, das haben sie aber schon immer gemacht. Ah, okay. Ja. Die Medien haben dieses Bild von Trump geschaffen. Ja. Und wenn du weißt, wie Videoschnitt funktioniert, du kannst immer ein Bild von jemandem finden, wo der komisch ausschaut. Ja. Das haben die Merkel-Gegner bei Angela Merkel ja auch gemacht. Da haben sie eins gefunden, wo eine Schatten irgendwie so ein kleines Schnauzbärtchen gemacht haben oder wo sie ihren Arm gehoben hat oder sowas. Man kann immer ein nachteiliges Bild finden. Und die Frage ist, ob die Medien nur diese Bilder transportieren. Und das zeichne ich auch in dem Buch nach, wie auch die deutschen Medien zum Beispiel diese Geschichte von Pippigate sofort geschluckt haben. Ja, und man kann sich den Spaß machen. Und mit Google Search kann man ja die Zeitspanne eingeben. Und wenn gerade so ein Wendepunkt ist, wo so ein Trump-Skandal rauskommt oder sowas, kann man zurückgehen und schauen, was haben die deutschen Medien damals geschrieben. Und die haben das alle mitgemacht. Trump hatte also irgendwelche dubiosen Verbindungen zu Putin in Moskau und so. Und diese Geschichte ist bei der Tagesschau zum Beispiel von der Webseite gelöscht. Ja, die haben auch eins zu eins diese Christopher Steele gekaufte Lügengeschichte der Clinton-Kampagne übernommen. Und dann klammheimlich von ihrer Webseite gelöscht, das ist aber noch im Archiv aufzufinden. Und das ist also sehr lustig. Teilweise haben Zeitungen wie die Süddeutsche, Spiegel, also die seriösen Qualitätsmedien, die ändern dann heimlich nachher ihre Schlagzeile, weil sie doch nicht so provokant ist. Bei CNN und bei NBC sind tatsächlich auch Journalisten
gegangen worden, die, weil es herrschte so eine Hetzjagd in dieser Zeit 2017, 2018 gegen Trump, dass es unter Kollegen, Journalisten bekannt war, dass es okay ist, jeden noch so hanebüchenen Unsinn über Trump zu schreiben. Und die sind teilweise dann übers Ziel hinausgeschossen, haben irgendwelche Dinge behauptet, die nachweislich falsch waren und haben sogar bei CNN ihre Jobs verloren. Wobei mir sowas aus Deutschland zum Beispiel nicht bekannt ist, dass da irgendjemand den Hut nehmen musste. Also diese massive Medienkampagne, die zeichnet unser Bild von Donald Trump. Ja. Und wenn ich jetzt eine Kampagne über Joe Biden gemacht hätte, ähnlich, wenn ich darüber jede Woche darüber schreiben würde, wie er seine erste Frau beim Autounfall verloren hat, während einer Beziehung mit seiner Babysitterin hatte, die er später geheiratet hat, wo seine Frau aus welchen Gründen auch immer sehr verzweifelt im Auto saß und dass die zweijährige Tochter gestorben ist im Auto. Und ein Jahr später hat der Joe Biden seine Babysitterin Jill Biden geheiratet. Wenn ich ständig solche Geschichten an die Öffentlichkeit bringen würde, wie er mit seiner Tochter Ashley unter der Dusche nackt stand und sie dann in im Tagebuch geschrieben hat, dass das gruselig war und dass sie das nicht schön fand, mit ihrem Papa nackt zu duschen, dann würde man ein ganz anderes Bild von Joe Biden haben und auch über die Korruption von Kamala Harris. Wenn ich ständig drüber schreiben würde, wie sie mit Puff Daddy auf irgendwelchen Sexpartys war und sich hochgeschlafen hat in San Francisco mit dem Willie Brown, mit ihrem Mentor. Es gibt ja wirklich laszive Fotos von ihr auf irgendwelchen Rapper-Partys aus dieser Zeit in San Francisco. Wenn ich nur dieses Bild von Kamala Harris transportieren würde, dann hätte ich auch einen ganz anderen Eindruck von ihr. Schwierig aus der Ferne, zumindest für uns, die wir die Medien hier konsumieren, überhaupt noch Vertrauen in das ein oder andere Bild. Es ist wirklich schwer, ein Medium zu finden, was objektiv über Donald Trump berichtet. Ja. Nicht mal Fox News. Fox News ist ja ein Rupert Murdoch Center. Murdoch ist kein Fan von Donald Trump. Also die haben bei dieser Wahl Beeinflussung 2020 mitgemacht und Arizona sehr, sehr früh für Donald Trump, für Joe Biden entschieden. Also nicht mal Fox News ist auf Trumps Seite, obwohl man das hier so darstellt. Colin, was wäre, sagen wir, deine Einschätzung für die Wahlnacht? Was wird passieren grundsätzlich? Ich weiß es wirklich nicht. Dieses Jahr ist so verrückt. Zwei Anschläge und dann haben sie versucht, diese Anschläge als irgendwie Fake oder sowas darzustellen. Dann diese ganze Kriegsgeschichte. Also, was ist möglich? Ich befürchte, es wird wieder so wie letztes Mal, dass dann irgendwann die Auszählung verzögert wird und dass es Anfechtungen gibt. Also ich mache mir wirklich große Sorgen. Ich mache mir vor allem große Sorgen, dass sie jetzt, es gibt diesen Begriff des October Surprise, dass man seine größte Trumpfkarte, egal ob links oder rechts, für den Oktober kurz vor der Wahl aufhebt. Letztes Mal war das ja der Laptop von Hunter Biden, dann plötzlich von allen Medien als russische Erfindung niedergeschrieben wurde und wo die älteste Tageszeitung Amerikas, die New York Post, gesperrt wurde von Twitter, wo es nicht mal auf Direktnachrichten möglich war, diesen Artikel zu teilen über die korrupten Geschäfte des US-Präsidentensohnes und vermutlich auch seines Vaters, weil Hunter war ja nur die Briefkastenfirma für seinen Vater, für Leute, die in Washington den Einfluss von Joe Biden kaufen wollte. Also irgendwas wird am Oktober noch passieren. Ich hoffe, es hat nichts mit dem Krieg in der Ukraine oder mit Atomkrieg zu tun, weil wenn man sich das anguckt, was die gemacht haben, die Demokraten, 8 Jahre lang. Was du hier nachzeichnest. Ja, teilweise illegalerweise, wo noch nie jemand bestraft wurde und wo die Trump-Leute gesagt haben, wenn wir jetzt an die Macht kommen, dann werden wir aber da mal rechtlich vorgehen gegen diese Leute, die 8 Jahre lang versucht haben, unser Leben zu ruinieren. Die können das eigentlich nicht zulassen, dass er gewinnt. Ja? Und das ist die Sorge, die ich mache. Ich glaube, die Wechselstimmung ist da in Amerika. Einfach deswegen, weil die Preise so außer Kontrolle geraten sind. Du musst dir vorstellen, die Grünen hätten keine Schuldenbremse in Deutschland. Deshalb wird ja bei uns immer so von dieser Schuldenbremse gesprochen, das Teufelswerk. Das ist das Einzige, was uns noch schützt vor diesem grünen Ausgabewahn. Wenn die Fahrradwege in Peru noch und nöcher kaufen könnten, dann würden bei uns im Edeka würde der Wocheneinkauf auch 300
Euro kosten. Die Amerikaner stehen an der Supermarktkasse da und überlegen sich, was sie jetzt zurückgeben. Ganz normale Mittelklassefamilien und haben Tränen in den Augen, wenn ihre Kinder sagt, ich hätte aber gern die Barbie und die können sich die Barbie nicht mehr leisten. Das ist in Amerika nie so gewesen seit der Depression, ja. Dass man sich ein Haus nicht mehr leisten kann als junger Mensch. Dass es ganz ausgeschlossen ist. Früher ist man ausgezogen mit 20 und hat sich ein Haus gekauft. Das ist ganz normal in Amerika. Und das ist jetzt plötzlich wegen dieser galoppierenden Inflation, wegen Klima und Ukraine und diese Milliarden, die da gedruckt wurden, nicht mehr möglich. Das bedingt diese Wechselstimmung in Amerika, wie Bill Clinton gesagt hat, it's the economy, stupid. Also es geht dem Wähler um sein wirtschaftliches Wohl in allererster Linie und das Wohl seiner Familie. Ich glaube schon, dass die Stimmung für Donald Trump da ist, gerade auch in diesen Arbeitsklassen, Swing States, so wie Pennsylvania und Georgia und Michigan. Aber ich befürchte, dass die Demokraten das einfach nicht zulassen können, dass jemand anderes an die Macht kommt. Das ist eine Befürchtung. Colin, vielen Dank, dass du mit klaren Worten im Club der klaren Worte zu Gast warst. Dankeschön. Und wer sich dafür interessiert, können wir auch an der Stelle gerne sagen, wie du über Donald Trump schreibst, der möge sich einfach dieses Buch zulegen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren im Club der klaren Worte. So klingt also ein Autor, der Republikaner ist und republikanisch wählt. Ich hoffe, es waren Erkenntnisse für Sie mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Servus. Eine Produktion des Club der klaren Worte 2024. Unabhängiger und überparteilicher Journalismus, der weder durch Werbegelder noch durch Gebühren oder Förderprogramme in Abhängigkeit gerät, garantiert Ihnen ein hohes Maß an inhaltlicher Integrität und eben auch Unabhängigkeit. Unterstützen Sie deshalb bitte unsere Arbeit. Teilen Sie diesen Link des Videos in sozialen Medien oder per E-Mail. Schaffen Sie mehr Sichtbarkeit des Videos durch einen Kommentar unter diesem Video und lassen Sie gerne ein Like hier. Vergessen Sie bitte nicht ein Abo dieses Kanals, aktivieren Sie vielleicht auch gleich die Glocke und wie Sie unabhängigen Journalismus finanziell fördern können, das sehen Sie unter diesem Video. Nur wenn Sie uns hier unterstützen, können wir weiter für Sie arbeiten. Herzlichen Dank. Das finde ich wunderbar. There has always been freedom of speech in your country. Does that still apply? Where is America today?